Das ist wirklich ein Tiefschlag. Das ist, jetzt könnt ihr lachen. Ihr lacht, ja. Ihr lacht. Ihr lacht. Natürlich lacht. Es ist wirklich unfassbar. Ihr erinnert euch vielleicht noch, 7. April 2019, wo ich es kaum abwarten konnte, 1000 Abonnenten zu kriegen. Das war schon krass. Also jetzt sind wir mal einen guten Monat weiter. Natürlich, Frühling, ihr wollt alle den Rasen schön haben. Ich finde das so unglaublich. Also ich hätte das wirklich nicht für möglich gehalten. Also es ist ein Spaß. Und jetzt habe ich 5000 Abonnenten. Es ist toll. Ich bin echt begeistert. Dankeschön, dass ihr mich so unterstützt. Und ich freue mich wirklich immer wieder über eure tollen Kommentare. Ich freue mich echt. Es ist total faszinierend. Auch die Diskussionen mittlerweile zu den Themen Hoanua und Rasensanden und Düngen und ach, was nicht alles. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr cool. Vielen Dank, liebe Community, dass ihr zuschaut. Herr Freaks, Spindel am Start. Jetzt runter mit dem Ding. Ja, Freaks, ich musste jetzt doch noch mal umbauen, weil die Welle sonst nicht ganz reingerutscht wäre. Aber jetzt passt sie gut. So, jetzt kommen wir hier. Ja, gefühlt ist das jetzt Monate her. Monate her. Jetzt habe ich was Neues. Hier, da. Was Neues, nämlich die Originaldichtungen, die da auch nicht drin waren. Ha! Oh, ist schon rausgefallen. Oh. Was ist das? Eine total dünne Dichtung. Da ist sie. So, das ist ja cool. Nee, das geht so nicht. Ich muss die Dichtung erst rüber machen. Nein, das ist ja witzig. Nur so eine Papierdichtung. Backe. Okay. Oh, geil. Richtig, richtig schön. Na, dann weiß ich noch nicht. So, also das ist ein Traum. Also das ist ein Traum. So muss basteln sein, ey. So, oh, sieht das cool aus. Johnny ist am Start, Freaks. Ey, ich weiß gar nicht, das ist Monate her. Unfassbar. 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 Unsere Schraube noch, richtige Seite. Ah, das sieht gut aus. Mann, sieht das gut aus. Oh! Unglaublich sieht das aus. Hey, ihr müsst euch noch mal das erste Video angucken, wie ich die Spindeln zerlegt habe. Guckt euch das noch mal an. Das sind hier so kleine Kanäle, so kleine Luten.
diesen Nuten wird das Fett im Kreis gepresst. Ja, da ist die Nut. Richtig rum anbauen. So. Richtig rum anbauen. Und das war's dann. Ich halte es noch mal sehen. Gut. So sieht das aus. Da kommt schon raus. War schon zu viel. Gut. Egal. Da, genau hier. Da fehlt noch das Lager. Seit einer Woche warte ich jetzt auf die letzten beiden Lager für meine Spindel. Ich habe ein extra John Deere T-Shirt angezogen, weil ich heute diese Spindeln installieren werde. Egal jetzt. Wir müssen jetzt den Mähertest machen. Nein! Freaks! Desaster! 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 Das glaube ich jetzt wirklich nicht mehr. Ich habe die Spindel falsch rum zusammengebaut. Das ist jetzt ein Scherz. Ich habe die Spindel verkehrt rum zusammengebaut. Die hintere Spindel passt. Und die vordere linke Spindel ist verkehrt rum. Die muss getauscht werden, damit der Antrieb auf der rechten Seite ist. Ich muss alles nochmal auseinanderschrauben. Das glaube ich jetzt nicht. Nein. Zieht euch das mal rein, ey. Da. Das gibt's doch gar nicht. Es ist doch nicht mehr wahr, ey. Was für ein fataler Fehler. Das muss nach links. Muss nach links. Das ist doch nicht wahr, ey. Ich muss das alles jetzt umbauen. Ich weiß wirklich nicht, ob ich diese peinliche Nummer überhaupt veröffentlichen werde. Das ist wirklich ein Tiefschlag. Jetzt könnt ihr lachen. Ihr lacht, ja. Ihr lacht. Natürlich lacht. Mann, ey. We'll be right back.
Ja, ich bin fertig. Ich habe sie wieder zusammengeschraubt. Jetzt ist sie richtig. Was für ein Drama. Aber ich weiß jetzt, wie man ganz schnell so eine Spindel auseinander und zusammenschraubt. John Deere Spindel und ich. Yes, jetzt kommt sie runter. Eine Stunde bestimmt. Runter. Ist immer noch ein bisschen laut, alle anderen laufen völlig geräuschfrei. Das ist die, die ich aber auch zum Schluss umgebaut habe. Johnny arbeitet wieder. Das ist krass. Schaut euch das an. Johnny am Start. Ja. Was für ein Mähbild. Sieht das irre aus? Yes!